Das Buspulling war sicher einer der Höhepunkte bei der Premiere der Messe FN Mobil. 11 gemeldete Mannschaften sind angetreten, darunter natürlich auch ein gemischtes Team der Fränkischen Nachrichten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren 3 Frauen, 2 Männer. Es war warm, aber es hat Spaß gemacht. Und wir sind froh, dass wir überhaupt den Bus bewegen konnten. Deutlich schneller waren dann auch die Baumänner aus Tauberbischofsheim, die sich in 14,21 Sekunden den Sieg holen. Nur handgestoppte 400stel langsamer war der Wachschutz Odenwald auf Rang 2. Dritter wird die Freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim, die ebenfalls deutlich unter 15 Sekunden bleibt. Es war spitze und ich fühle mit meinem Team mit. Und wir sind ein starkes Team. Ja, wir sind im Gerüstbau zuständig. Da haben wir die Kraft. Etwa 12,5 Tonnen Leergewicht hat dieser Bus, der 20 Meter lang gezogen werden muss. FN-Geschäftsführer Jochen Eichelmann ist aber trotz des eher übersichtlichen Abschneidens seiner Truppe absolut zufrieden mit der Premiere. Ich würde sagen, wir waren die Sieger der Herzen mit dem Team Frankie, unserem kleinen Maskottchen, und wir haben das großartig gemacht. Aber ja, da waren noch ein paar sportlichere unterwegs als wir, das ist auch gut so. Der olympische Gedanke zählt, die 11 Mannschaften hatten jedenfalls jede Menge Spaß beim Buspulling auf der Pestalozzi-Allee.